Servus Leute, gestern gab es einen Podcast von BSG und was soll ich sagen, das war der umfangreichste, den es jemals gab. Ein Haufen Infos rund um Arena, Streets of Tarkov Erweiterung, technische Sachen, Sound, Waffen und ich kann es jetzt gar nicht alles aufzählen, es war auf jeden Fall eine Menge und ich habe euch das hier in dem Video alles mal zusammengefasst. Viel Spaß! Schauen wir uns erstmal an, was alles gesagt wurde und auf Reddit wurde da Gott sei Dank mitgeschrieben und hinterher schauen wir da noch hier und da ein Video von denen, was gezeigt wurde. Und als erstes Dynamic Lootboxen. Es wurde ein Video gezeigt, da ging es um dynamische Lootboxen auf den Custom Storms. Oben auf dem Dach ist eine verschwunden und die stand dann woanders. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur um Waffenkisten und sowas geht oder allgemein um Loot. Das wurde nicht ganz klar. Auf jeden Fall soll es dynamischen Loot geben. Dann neue Änderungen am Anti-Cheat. Bald. Soll wohl eine große Änderung kommen, die viele Cheats, ja, unbrauchbar macht, hat er so gesagt. Nicht wortwörtlich, aber so in dem Sinne. Und Unity 2021 können wir bald erwarten. Weniger RAM-Usage und schnellere Ladezeiten. Wurde ja schon angekündigt. Ein neues Engine-Update und allgemein wurde sehr viel zu der technischen Seite gesagt. Können wir die ersten Technical-Updates Ende hier im April noch erwarten oder dann im Mai ein sehr guter, großer Patch? Er schreibt hier Wipe incoming, aber es wurde explizit von einem Technical-Update geredet. Deswegen glaube ich, ja, hier der Autor irrt sich da ein bisschen von wegen Wipe. Das ist so eine eigene Note. Der Technical-Patch, also letzten Endes, sie haben da viel dazu gesagt, mehr FPS, besserer Netcode, bessere Hitrack, weniger RAM-Usage und Memory-Leaks und dann soll es natürlich mehr Spieler pro Server geben und so und das ist alles mit dem Engine-Update und sowas möglich. Object Visualization, da haben sie hier ein Beispiel gezeigt und sowas, wie das funktioniert, Culling, wie die Sachen einfach reinrendern und es sollte jetzt alles viel schneller gehen. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwo schaut und da rendert was nicht rein oder erst sehr spät. Das sollte damit gefixt werden und auch von der Performance her wesentlich besser laufen. Und hier ein großer Punkt, sie haben sich dazu entschieden, Teile von Tarkov neu zu schreiben, weil Nikita gesagt hat, das ist einfach ja, outdated und das ist, glaube ich, eine große Sache, alles nochmal von Grund auf neu zu schreiben. Und da sind sie jetzt dran und damit können wir rechnen im Laufe vom im Jahr 2023. Und es wird auch noch viele andere Optimierungen geben, die man jetzt hier gar nicht so aufzählen kann. Letzten Endes kann man es zusammenfassen, mehr FPS, besserer Netcode. Allgemein in die Richtung wird alles besser. Und es soll bis zu 60 Player pro Map möglich sein oder auch mehr. Er hat da gesagt, natürlich sollte es jetzt nicht 60 Player auf Factory bedeuten oder sonst was. Aber Streets of Tarkov ist nicht mal bei einem Drittel der Größe, wie es letzten Endes geplant ist. Und das heißt, es wird dann wahrscheinlich eher so eine Sache für Streets of Tarkov sein. Ne? Also waren alle recht schockiert, alle haben ein paar gedacht, ja 16 Spieler. Nee, tatsächlich 60 und wurde auch schon getestet und dass das auch so läuft. Und es sind theoretisch auch noch mehr möglich. Dann Recoil wird reworked. Okay, können wir noch dieses Jahr mit rechnen. Beziehungsweise alles, was gesagt wurde in den nächsten 6 bis 8 Monaten. Es gibt jetzt keine genaue Zeitangabe. Dann Grafikänderungen, neues Culling-System. Also das heißt, das, was rausgerendert wird, reingerendert wird. Und ja, das ist letzten Endes genau das halt für mehr Performance. Dann wird es auf Streets of Tarkov einen Boss geben. Der wird in der Car-Dealership sein. Und die Car-Dealership wird genauso ähnlich befestigt sein mit Minen und Stand-MGs und ja, den Wachen und sowas. Wie auf Lighthouse bei den Rogues im Wasserwerk. Und ja, wird auf jeden Fall interessant. Bei Streets wird es noch mehr Bosse geben. Mindestens 2, hat er gesagt. Hier steht 2 bis 3, also ich habe mindestens 2 gehört. Dann Animationen werden überarbeitet. Die Blindfire-Animation wurde im Video gezeigt, wird überarbeitet. Sound wird überarbeitet. Der Sound soll realistischer werden. Im Moment ist es ja so ein Trigger Indoor und Outdoor. Und da soll es ein Ding dazwischen geben. Außerdem soll es Silencer, die sollen sich abnutzen und dann den Sound weniger leise machen. Und da sind sie dran und ja, Sound allgemein ist ein großes Thema. Da wurde auch ein Beispiel gezeigt von Interchange, wie das aussieht, wenn da die Ebenen eingerichtet werden und so. Also da steht schon viel dahinter und sie sind am Sound dran. Die nächste Streets-Erweiterung ist so gut wie fertig. Die können wir vielleicht noch diesen Vibe erwarten. Ich schätze aber, dass wir die ja, mit dem nächsten Vibe dann bekommen. Vaulting haben sie uns ein kleines Video gezeigt. Also einfach über Zäune klettern, auf Kisten hochklettern, über Objekte drüber steigen. Und das soll kommen. Und es ist noch nicht polished, wie er gesagt hat. Es ist noch nicht fertig. Aber das Video ja, lässt schon, wie verheißen, kennt man ja aus anderen Spielen, Vaulten. Dann das BTR-Taxi, dieser BTR auf Streets.
Der ist confirmed, der wird auf jeden Fall zu 100% auf Street sein, hat Nikita gesagt. Und er hat auch gesagt, eigentlich müsste man rund um dieses Feature einen eigenen Podcast machen. So viel gibt es zu erzählen. Hat er dann aber auch nicht viel mehr dazu gesagt. Nikita confirmed, some announced features may be skipped in favor of releasing the full version of the game. Also, er hat gesagt, sie haben noch so viele Sachen auf der Liste, die würden noch Jahre dauern mit der Entwicklung. Das heißt, sie machen jetzt bis zum Release noch was und der Rest kommt dann hinterher als DLC. Und dass das halt nicht ewig dauert. Also sie wollen dann auf jeden Fall irgendwann mal releasen. Ich schätze so, ja, in einem Jahr können wir irgendwann mal damit rechnen. Das ist meine Einschätzung, das wurde nicht gesagt. Und bis dahin kommen noch einige Features und es wird halt viel an der technischen Seite gearbeitet. Und alles, was danach kommt, ist dann halt DLC oder halt, ja, Patches oder was auch immer. Dann QOL Improvements. Es wird, man kann endlich mal die Helmlichter anmachen, Double-Clicking-Items. Also man kann Essen und Mets doppelklicken, dann werden sie benutzt. Und bei Mets kann man direkt auswählen, was geheilt wird und sowas. Trading Mew wird überholt. Das schauen wir uns hier mal an. Gibt es ein Bild dazu? Machen wir hier mal groß. Also man kann hier oben die Trader auswählen. Ist eine gute Sache. Buy, Sell hier oben drin umschreiben. Man muss nicht immer zurück und den Trader direkt anklicken. Und dann kann man hier immer direkt kaufen und verkaufen. Sau gute Sache. The Quality of Life Change. Haben sich ja viele gewünscht und das machen sie jetzt auch. Gear Preset System ist das nächste. Kommt auch soon, haben sie uns auch ein Bild gezeigt. Also man kann hier Presets vor, speichern und dann hier irgendwie einkaufen und sowas. Das ist noch nicht final, hat er gesagt. Da wird noch dran gearbeitet, aber das Preset System kommt und ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Sache. Dann Improved Lobby Friends Management. Neue Freundesliste hat man gesehen. Kommt und da sieht man dann auch Arena übergreifend. Und solche Sachen. Es wird neue Waffen geben, die 9A91, das ist wohl eine, die dasselbe Kaliber hat wie eine VSS und eine AS Val. Das komplette AK-12-Lineup wird kommen in 5.4.5, also die AK-12, die modernste Assault Rifle in der Hinsicht. Eine APT-Rifle, das ist eine semiautomatische, ähnlich wie die SKS, mit einem Scope wie die Mosin drauf, eine alte Waffe. Eine MP40, eine deutsche Weltkriegswaffe, überraschenderweise wollen sie auch bringen. Scar Grenade Launcher, VSK-94, VSK-94 ist... Ach, ist, glaube ich, auch die mit VSS-Muni mit 9x39. Schauen wir uns gleich noch die Bilder an. Armor-Hit-Zones und Body-Hit-Zones, da wird überarbeitet. Und Armor-Modding, er hat da gesagt, dass die Armor-Plates erst nach dem Release kommen. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Auf jeden Fall, ja, Hit-Zones und sowas kommt. Hideout-Expansions und es wird Animationen für jeden Hideout-Bereich geben. Nicht so interessant. Left-Handed-Shooting, Waffen, also hier, man kann eine Shoulder-Switch. Wird kommen, habe ich immer nicht gedacht, dass sie das machen, aber es wird wohl kommen. Wurde confirmed. B-Pods wurden confirmed, also zwei Beine für die Waffen zum Auflegen. Quick-Switch zu Sidearms, also schneller Pistolenwechsel. Ammo-Loading-Interface, also Ammo-Loading-Interface, da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, was da genau gemeint ist. Next Podcast, okay, lassen wir es mal so stehen. UI-Rework, also da haben sie einiges gezeigt. Quest Rework, okay, mehr Lightkeeper-Content, da wurde aber nichts dazu gesagt, das wollten sie nicht spoilern, deshalb haben sie zum Lightkeeper gar nichts gesagt. Arena-Teaser wurde gezeigt, den schauen wir uns gleich nochmal an und natürlich gab es auch wieder Promo-Codes, die könnt ihr euch natürlich, könnt ihr versuchen noch im Launcher zu aktivieren, falls sie noch gehen, man kriegt da ein Dockcase, eine Grafikkarte im Mutschein, passt dem Smule und SJ6 und ein paar andere Sachen. Nettes Zeug, könnt ihr aktivieren, wenn es noch geht, wenn ihr das Video schaut, probiert es einfach mal. Und wir schauen uns jetzt gleich mal hier ein bisschen von den Videos an. Der Arena-Teaser, der gezeigt wurde, ist leider noch nicht auf YouTube, deswegen habe ich ihn hier im VOD mal offen. Und schauen wir uns einfach mal an. Ich halte mal an den Stellen, wo ich denke, da gibt es was dazu zu sagen. Aber auf jeden Fall interessante Sachen. Und man sieht hier die Map-Auswahl, 5 Maps. Loadout-Auswahl. Moment, das ist, glaube ich, ein bisschen laut. Ne? Machen wir hier mal ein bisschen leiser. So. Und wie das genau mit den Loadouts läuft, weiß man nicht. Wird nicht ganz klar. Und es sind eher kleinere Maps. Mal Wald, mal Indoor, je nachdem. Und was man hier sieht, kleinen Moment, man sieht es gleich nochmal, einen Killfeed. Unten rechts sieht man den Killfeed. Und man sieht auch gleich einmal, die Spec-Funktion oder Replay-Funktion, da bin ich mir nicht ganz sicher. Sieht man jetzt hier, zack, zack, da, Rack, Blue Team, also man kann auf jeden Fall seine Team jetzt specken, das wird in dem Fall die Spec-Funktion sein. Und ja, eher klein gehaltene Maps, wie zu erwarten.
Und dann haben sie auch noch ein paar Screenshots gezeigt. Den Teaser linke ich euch natürlich unten nochmal rein. Jetzt zeigen sie noch ein paar Screenshots von den Maps. Und was ich mir gedacht habe, da ist auch immer Publikum. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man da auch was im Publikum machen kann. Und hier oben zum Beispiel, ne, seht ihr immer, ich weiß nicht, ob man das als Spieler machen kann oder ob da einfach so Leute stehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da irgendwie Matches beobachten kann oder damit reingehen kann. Mal schauen, ob da noch so irgendwie so ein kleiner sozialer Aspekt oder in der Hinsicht mit reinkommt. Bleibt abzuwarten, aber auf jeden Fall sieht gut aus. Und wie gesagt, hier ein paar Screenshots. Kleinere Maps und eher Close Range, bis auf die eine, Woods-ähnliche Map, die wir gesehen haben, aber die war auch relativ Close Range. Ich freue mich drauf, wird sicherlich eine große Sache und sie haben auch hier bei dem Arena-Trailer, also um Arena zu announcen, haben sie Chronicles of Rizzi Part 2 gemacht. Da, mal sehen, läuft es hier auch weiter? Ja, läuft auch weiter. Chronicles of Rizzi Part 2 und damit, geht die Story von Tarkov mit rüber zur Arena, also sie haben das ein bisschen zusammengesponnen und Chronicles of Rizzi Part 2 wurde dann auch gezeigt. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen und da sieht man dann auch nette Arena-Szenen. Das will ich euch gar nicht spoilern, schaut es euch einfach an. Es ist auf jeden Fall gut gemacht, ist wieder im Real Life gedreht, nur mit Mitarbeitern von BSG, haben sie extra betont. Das sind alles Mitarbeiter von BSG, keine Schauspieler. Sogar die Produktion, Kamera und alles bloß in BSG-Hand, keine externen Leute. Finde ich ziemlich beeindruckend, dass sie das so machen. Und ja, hier hinten noch ein paar Arena-Bilder. Die ganzen Bilder findet ihr auf Instagram, Twitter und auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Da wurde auch alles gepostet, auch die Videos. Bis auf den Arena-Teaser, der wurde hier nicht gezeigt. Aber vielleicht ist er inzwischen auch auf YouTube. Könnt ihr mal schauen. Dann schauen wir noch, was sie uns da an Videomaterial zu den Animationen, Vaulting und so gezeigt haben. Hier unten gab es ein kleines Video rund um den Dynamic Loot. Könnt ihr euch gerne anschauen. Findet ihr alles auf Twitter und wahrscheinlich auch auf Instagram, wie gesagt. Und schauen wir erstmal hier die Overhead Fire und Blind Fire Animation an. Hier links ist alt, rechts ist neu. Das heißt, man hält die jetzt ein bisschen höher. Man zeigt ein bisschen mehr seinen Körper und was auch immer. Vielleicht wird die dadurch ein bisschen nützlicher. Muss man dann wirklich abwarten, wie das wird. Bis jetzt wird es ja nicht wirklich viel genutzt. Aber auf jeden Fall, so sieht die Blind Fire Animation jetzt aus. Dann haben wir hier unten Vaulting. Mache ich mal kurz aus. So, neue Vaulting Animation. Ist noch nicht ganz polished, ne? Ihr seht, er springt hier runter und hängt noch ein bisschen in der Luft. Das muss halt noch gemacht werden, hat Nikita auch gesagt. Aber auf jeden Fall, Vaulting kommt. Da gibt es dann auch noch ein anderes Video zu. Hier ist das zweite Vaulting-Video. Hochklettern, drüberklettern und so. Und ja, wenn das Ganze smooth läuft, eine schöne Sache. Man kann auch aus Fenstern rausspringen und sonst was. Hier einfach hochgehen. Hat ein bisschen gefehlt in Tarkov, weil man war schon immer am Springen. Das ist ja in einem Game, das realistisch ist, eigentlich nicht das Richtige. Ne? Da hüpft man, so durch die Gegend hüpfen kommt da irgendwie nicht so gut. Deswegen Vaulting passt schon ziemlich gut rein und ist sicherlich ein gutes Feature. Und ja, dürft man dann bald auch sehen. Dann haben wir hier noch ein paar Bilder rund um die Waffen und die neue Freundesliste. Hier ist die neue Freundesliste, man sieht hier, ne? Arena in Raid. Hier sieht man auch Arena, weiß nicht, was das für ein Zeichen ist und sonst was. Auf jeden Fall wird die wesentlich sinnvoller und die jetzige Freundesliste ist ja absoluter Schrott. Deswegen, das hier ist auf jeden Fall besser und verwoben mit Arena, gute Sache, kann man nichts sagen. Dann haben wir hier nochmal, das haben wir gerade schon gesehen, natürlich hier das Preset. Menü, neue Waffen, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, das ist eine SMG mit VSS-Ammo 9x39, das hier ist eine im Kaliber 51x54R, also Mosin-Kaliber, halbautomatisch, auch eine Weltkriegswaffe, das ist glaube ich die SVT und halt, Moment, da waren wir schon, dann haben wir hier noch, Unterlaufgranatwerfer für die SCAR wird kommen, das ist auch wieder eine SMG, nee, das ist eine Sniper-Rifle, auch mit 9x39, ähnlich der VSS. Dann haben wir hier die AK-12, beziehungsweise die komplette AK-12-Plattform kommt. Bin ich mal gespannt, ob die 545 ein bisschen nach vorne bringen, ob da was mit 545 geändert wird. Je nachdem, bleibt abzuwarten. 545 ist im Moment ja schon ziemlich erschrott. Mal sehen, ob sich das mit der AK-12 ändert. Hier hat man auch eine Detailaufnahme. Das ist komplett in der Unity Engine gemacht. Sehr detailreich, so kommt es natürlich nicht ins Spiel. Aber Nikita war stolz drauf, hat er uns extra dann auch gezeigt, was eigentlich möglich ist. Also es sieht aus wie ein Foto und da hat er auch absolut recht. Dann haben wir hier noch Bilder zu den Armor Plates, in dem Fall am Beispiel einer Gazelle und wie man das hier so machen kann. Da kann man dann hier das Level und die Dinger und dann kann man die da unten reinpacken. Mit den Armor Plates selber hat er gesagt, es wird noch ein bisschen dauern. Warum genau, weiß ich jetzt auch nicht. Aber
Hier haben sie es auf jeden Fall schon mal gezeigt. Und dann, was haben wir hier? Genau, das ist nochmal das Trader-Menü, das Ganze in Bewegung. Kann man hier oben die Trader auswählen und sonst was. Und da, ja, es ist auf jeden Fall ein riesiges Quality of Life Update. Nicht mehr so viel Geklicke und ja, finde ich gut, dass sie das mal angehen, weil es haben sich viele Leute gewünscht und sie haben gehört und sind dabei, das zu optimieren. Dann eine Sache noch im Hideout. Jede Station im Hideout kriegt jetzt ihre eigene Animation. Hier rumpennen, sich bücken, ist jetzt nicht so wichtig. Nicht das wichtigste Feature, ob sich da jetzt was bewegt für mich und nicht. Und dann natürlich hier noch die ganzen Arena-Screenshots, könnt ihr alles anschauen. Und natürlich Chronicles of Rizzi Season 2, Chapter 1. Schaut es euch an, es führt zur Arena. Ich will es euch nicht zu viel vorwegnehmen. Findet ihr hier auf YouTube oder ja auf den anderen Social-Media-Kanälen. Ich glaube bloß auf YouTube, weil es ein bisschen längeres Video. Aber lohnt sich, ist ein bisschen außergewöhnlich, sag ich mal. Ich habe ja am Anfang nicht so viel von diesen Real-Life-Dingern gehalten, aber also in echt gedrehten Promo-Videos oder Story-Videos. Und inzwischen machen sie das echt gut. Also ich bin überrascht und ich war auch heute nach dem Podcast komplett ja, geflasht, dass sie uns so viel da mit auf den Weg gegeben haben und was sie geplant haben und sowas. Und ich sag mal so, Tag auf stehen goldene Zeiten bevor. Ist auf jeden Fall meine Einschätzung. Und nach der getrübten Stimmung der letzten Monate ist es auf jeden Fall was jetzt absolut reinhaut. Und ich denke mal, wir können uns auf sehr viel freuen und Tarkov wird uns noch über Jahre begleiten, wenn man das so ja, sieht, was da heute alles announced wurde. Das war meine Zusammenfassung rund um den Tarkov-Podcast von gestern und vergib mir, wenn ich ein bisschen ne, mich verhaspel. Ich bin schon heute die ganze Zeit am Streamen gewesen und es war echt viel Input und sorry, wenn ich da die eine oder andere Kleinigkeit irgendwie vergessen habe. Aber wie gesagt, ihr könnt das alles in den Social-Media-Kanälen nachlesen. Auf Reddit gibt es Listen und sonst was und das wird ja alles noch und nöcher dokumentiert. War auf jeden Fall der beste Podcast, den ich je von BSG gesehen habe. War auch saulustig. Nikita ist einfach einer. Den muss man einfach mögen. Ich kann euch bloß empfehlen, schaut euch nochmal das VOD an. Das würde ich euch unten verlinken. Wenn ihr es nochmal komplett sehen wollt, alle Infos. War ein saulustiger Podcast, auch sehr unterhaltsam. Kann ich bloß empfehlen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.